gerade am Quivet Observatory in L.A. und mir ist was bewusst geworden, was ich gerne mit dir teilen will. Schau mal, wir alle haben Probleme im Leben, wir alle haben Dinge, die uns schwerfallen, was uns beschäftigt, was uns bedrückt, und jetzt stehen wir hier oben und schau einfach mal hier runter. Beschäftigen, als wären sie total wichtig. Er sieht es an als super wichtige Probleme und das bedrückt ihn und das ist ein Grund dafür, sich nicht gut zu fühlen und alles. Aber wenn wir von hier oben schauen, wenn du hier oben guckst, von jedem Menschen da unten, es ist so klein, es ist so unbedeutend, es ist so unwichtig, erscheint das von hier oben. Und wenn du jetzt das schlimmste Problem hast, was dich irgendwie betrifft, dass du kein Geld hast, dass du einen scheiß Job hast, dass dich irgendwas nervt, dass alles nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, dass eine Beziehung nicht so läuft, wie du es vorstellst. Und wenn von hier oben betrachtet, sieht man von genau dem Problem überhaupt nichts. Das ist nicht wahrzunehmen von hier oben. Und dabei sind wir nur 2, 3, 5 Kilometer weg. Vielleicht gar nicht so viel. Und wenn es dann von hier oben so unwichtig ist, warum ist es dann in deinem Leben so wichtig, dass es dich so beschäftigt, dass es dir so den Tag versaut, dass es dir die Emotionen, dass du dich schlecht fühlst, vielleicht auch lange Zeit sogar Krankheiten wie Krebs entwickelst dadurch, weil du dir Sorgen machst, weil du dir Gedanken machst den ganzen Tag. Und ich meine, schau dir das an. Wenn es von hier oben aus nicht wichtig ist und du dir keine Gedanken machen musst, warum solltest du es dann heute machen? Also lass deine Sorgen einfach los, betrachte es von oben und sag, so wichtig ist es alles gar nicht. Es ist kein Grund, mich schlecht zu fühlen. Es ist kein Grund, irgendwie scheiße drauf zu sein. Und betrachte dein Leben einfach aus der Vogelperspektive und erinnere dich immer an diesen Ausblick. Und dann wirst du merken, dass das total die meisten Probleme, die wir haben, uns beschäftigen, so groß und wichtig, wie sie uns vorkommen und uns erscheinen, sind wirklich absolut unwichtig. Und wenn du ein Problem hast, was dich heute beschäftigt, was jemand zu dir gesagt hat, du regst dich drüber auf und alles, und wenn du dir dann sagst, hat dieses Problem in 5 Jahren noch irgendeinen Einfluss auf mein Leben? Ist das dann noch wichtig in 5 Jahren? Wenn du sagst, ja, in 5 Jahren ist das völlig egal, dann kann es dir auch jetzt völlig egal sein. Genauso wie es dir völlig egal sein kann, wenn du beide Perspektiven hast. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lass einfach deine Probleme los. Sie sind nicht so wichtig, wie du denkst. Sie sind nicht so hart, wie du denkst. Und lebe einfach ein glückliches Leben, ein glücklich entspanntes Leben. Ich wünsche dir viel Spaß und genieße einfach den Ausblick nochmal.